Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Mond der Rache. Wir sind in der Mine in Mission 9 noch. Wir haben jede Menge Arbeiter bekommen. Die sind leider jetzt abgeschnitten von uns, weil hier eine Tür zugefallen ist, die leider nicht zerstörbar oder aufmachbar ist von uns. Wir haben keinen Schlüssel, den brauchen wir. Haben gehört, dass hier irgendwelche Nekromantie läuft. Und ich vermute, dass diese Toten hier gleich zum Leben wieder erwacht werden. Hab ein bisschen Schiss, haben uns aber Lebensenergie wieder voll gemacht bei beiden Charakteren. Und was ganz wichtig ist, die Ferjaria, die hat sich eine neue Fähigkeit erlernt, nämlich die Sonderfähigkeit schnell laden. Das heißt, sie macht einen Schuss mehr. Sie hat jetzt drei Schüsse. Das werden wir jetzt mal schön testen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Mal schauen, was das so gibt. So. Gehen wir denn jetzt am besten vor? Vorsichtig näher rücken? Oder einfach mal rein und neu laden? Und sehen, was da ist? Komm, das machen wir. Ach du Scheiße, ja. So sollte man es nicht machen, sehr wahrscheinlich. Wir haben drei Schamanen, wenn ich das richtig sehe. Hier ist so ein blödes Teil, was denen, glaube ich, immer weiter Mana gibt und sie, glaube ich, auch regenerieren lässt oder heilen. Den müssen wir unbedingt kaputt machen. Eine Fiole mit 20 Lebensenergie und da oben ist, wer weiß was noch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Skelette, die sehr wahrscheinlich gleich hochbeschworen werden. Das gefällt mir gar nicht. Hast du den richtigen Bogen drin? Hast du nicht. Kompositbogen ausrüsten. Und triffst du den ganz starken? Du triffst den ganz starken. Das ist ein cooles Ding. Boah, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Abgefahren geil, oder? Ich wusste doch, dass sich das lohnt, den ersten Teil ein bisschen kniffliger durchzuspielen und dadurch diese Fähigkeit zu erlernen. Super fett. Oh, du kannst sogar noch mal zuschlagen jetzt. Dann mach das doch. Wahnsinn! Also, die richtige Taktik ist direkt reinstürmen, wie es aussieht. Oh, nicht schlechte Patzer noch. Aha, seht ihr? Lebensenergie. Wir müssen das zerstören, das Teil. Bruchfaktor 6, das ist nicht gut. Unsere einzigste Klinge. Dann sind wir bald wieder bei Speichern und Laden. Ich würde sagen, wir den Heiler kaputt machen, oder? Ja, wir machen das Heilteil kaputt. Die dürfen sich hier nicht regenerieren mehr. Ja, ich würde sagen, den da töten. Den dritten Schuss brauchst du gar nicht mehr. Boah, ich liebe die Elf auf einmal. Oh, da oben war noch eine Truhe. Habt ihr gesehen? Au, 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 bist du denn des Wahnsinns? Jetzt bin ich schon fast geneigt, obwohl ich glaube, du machst viel mehr Schaden, ne? Ja, okay. Wie viel hast du? Vier, das heißt, du würdest aufstehen danach wieder. Und da war eine Truhe, habe ich gesehen. Was war das denn? Erstmal dich töten. Wir wollen nicht, dass er jetzt noch irgendein Skelett hochbeschwört oder so. Moment mal. Die Skelette geben Erfahrungspunkte. Wie viel geben die? Das muss man gleich rausfinden. Vielleicht will ich, dass sie die alle hochbeschwören. Ja. Besonders scheinen die nicht viel auszuhalten. Müssen wir gleich mal schauen. Was ist das? Der Schlüssel! Ein Heiltrank. Ein Zehner-Heiltrank. Na toll. Und ein bisschen Astralenergie. Das müssen wir uns mal anschauen. Nächste Runde. Oh, warte mal, du kannst den Schlüssel schon nehmen. Ein Schlüssel! Hoffentlich öffnet er uns den versperrten Weg. Ja, und wenn nicht, seid ihr für ewig da drin gefangen. So viel dazu. Runde beenden und sehr wahrscheinlich gehst du wieder auf I. Ja, so viel dazu, genau. So, jetzt müssen wir noch mal schauen. Du hast 1029.
Und ach so, warte mal, Moment mal, wie viel brauchst du? Oh, du hast 557 wieder. Das heißt, wir könnten ja sogar Eigenschaften die Körperkraft erhöhen mit auf 17 oder einen Punkt mehr in Attacke setzen. Ich glaube, es geht immer zwei hoch und dann einmal Parade. Ist die Frage, was jetzt besser ist. Sehr wahrscheinlich nicht in die Attacke. Sehr wahrscheinlich eher in die Attacke. So, mal gucken. 1029. Sieben Abenteuerpunkte wären das. Und wir haben 1, 2, 3, 4. Ah, ne. Das sind auch Skelette, sehr wahrscheinlich von denen, den ich getötet habe, dem einen Schaman, glaube ich, war das ein Skelett. Das war noch vorher 6. Das heißt, ich hätte noch 5 mal 7 sind 35 AP. Lohnt sich das? Nee, komm, wir machen weiter. Oder? Ja, komm, wir machen weiter. Ja, dann runter da. Du darfst alles einsammeln gehen. Du nimmst die Fiole aber jetzt nicht, weil wir, glaube ich, kurz vorm Ende sind. Es sei denn, hier kommt nochmal ein Kampf. Aber das Risiko gehe ich ein. Du bist sowieso hinten am Kämpfen. Da haben wir nämlich eine weitere Fiole noch. Also einen weiteren Heiltrank für das nächste Level. Und das, da kann man nie genug von haben. Definitiv. Runde 70. Ja gut, aber ich kämpfe auch taktisch und vorsichtig. Also. Die Zeit nehme ich mir. Ach, die Tür ist jetzt sogar auf. Der Schlüssel passt. Endlich können wir raus. Tom und Ferjaria müssen beide zu dem markierten Bereich gehen. Ja, so viel dazu. Was liegt denn hier noch Schönes? Ein Kurzbogen. Ja. Schöne Wurst. Den haben wir. Aber. Also den haben wir schon. Das macht nichts. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Alles einsammeln, was geht. Was ist das denn? Wieso kannst du denn nicht hier runter? Okay. So, erstmal dich nachrücken lassen. Ah, weil sie so verwundet ist, kann sie nicht mehr so viel gehen. Ja, das kann sein. Ach nee, doch nicht. Dann weiß sie es auch nicht. Hoch, wer bist du denn? Ich glaube, wir kriegen einen Zwerg, so wie das aussieht. Okay, die müssen alle rein. Ist das wichtig, wie weit die da drin sind? Nicht, dass das noch irgendwie abhängig ist, ob davon welche da drauf sind. Deswegen nehmen wir mal die zwei höchsten. Oh, das hat gar keine Bedeutung. Die waren wirklich nur halt, ja, Kollateralschaden, den ich nehmen hätte können und mit in Gebiete reinsetzen, um die Gegend zu erkunden. Damit das erste Level nicht zu schwer ist, so wie ich es mir gemacht habe. Aber vielleicht hat man auch einen Vorteil, wenn alle überleben. Also war vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass die dabei sind. Ich glaube, wir kriegen wirklich unseren dritten Charakter jetzt. Das ist schön. Wehe, du bist ein Gegner. Und wir sterben jetzt. Wir sollten speichern. Vermute, wenn alle drin sind, kommt der Dialog. Na, wer kommt denn da lang? Menschen und. Naja, wenn das mal nicht eine Elfe ist. Ein übelriechender Zwerg. Was macht ihr hier? Das könnte ich euch ebenfalls fragen. Schluss damit. Wir verfolgen einen Ork-Schaman. Kam ein solcher hier durch? Ihr meint sicherlich Usterak, den Anführer dieser räudigen Hunde. Ja, aber das ist schon eine Weile her. Zwerg. Ich frage noch einmal, was macht ihr hier? Ich wurde von 20 Orks überwältigt. Ach, 50 waren's. Und hierher verschleppt. Musste dafür sorgen, dass sie Stollen halten. Vor ein paar Tagen haben sie mich übel zusammengeschlagen, als ich nach Norden fliehen wollte. Aber ich werde schon wieder. Ja, Zwerge, hart in Nehmen. Sehr, sehr geile Charaktere.
Dieser Weg führt nach draußen? Ja, führt direkt in den Finsterkamm. Ihr wollt dahin? Dann nehmt mich mit. Ah, ich hab zwar nur ein Beil, aber wenn ich erst einmal eine Streitaxt in den Händen halte, dann spalte ich jeden Ork damit. Ja, aber ein Beil ist auch schon mal nicht schlecht. Fanfare. Gut, komm mit uns. Ich bin Chojin, a.k.a. Tom. Und an die Elfe Fejaria wirst du dich bestimmt gewöhnen. Yay! Und wir müssen unbedingt bei Tom jetzt noch ein paar Punkte hochmachen, ne? Nächste Mission steht bereit. Mission 10. Bestimme die Werte des Zwerges oder lass dir seine Werte automatisch generieren. Puh. Nee, das machen wir natürlich wieder selber. Selbst erschaffen. Ein Held besitzt Eigenschaften und Grundwerte. Außerdem stehen einige. Blablabla, kennen wir. Okay. Oh, der hat nur die zur Auswahl auch hier. Der Hund war schon eine coole Sache. Damit man mehr Zeit hat, eben zu heilen. Aber Eisern war gut, ne? Also mit 5 kämpft er weiter. Und die Wunschwelle wurde erhöht. Das ist sehr gut gewesen. Das wollen wir, glaube ich, haben. Herausragende Sicht. Zwölf plus 9. Das ist schon krass. Aber ich glaube, da haben wir ja andere, die da jetzt gut drin sind. Nämlich den Tom zum Beispiel. Dann gucken wir mal bei Eigenschaften. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Das war Mut, Gewandtheit, Körperkraft, wird, glaube ich, das errechnet. So war das doch. Aber die Konstitution hat ja auch nochmal andere hier. Wunschwelle zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil Verwundungen sind echt super ätzend. Magieresistenz wird dadurch auch nochmal verbessert. Also, wichtigste ist erstmal Körperkraft. Und der Zwerg kann das direkt auf 16 bringen, was ziemlich geil ist. Was auch cool ist, das kostet nur einen Punkt. Konstitution sollten wir auch das höchste, das kann er auch auf 16 bringen. Ne? Es ist ein Zwerg. Einziger Charakter am Anfang, der beides auf 16 bringen kann. Das ist ziemlich geil. Sollten wir auf jeden Fall ausnutzen. Startabenteuerpunkte ist natürlich nicht uninteressant, aber hat auch Beeinflussung auf die Parade. Parade ist also Intuition, Gewandtheit und Körperkraft. Klugheit, Startabenteuerpunkte, Sichtweite. Mut. Mut, Gewandtheit, Körperkraft, genau das war es gewesen. Und die Magieresistenz, das ist also auch sehr wichtig. 14 Mut, komm, Gewandtheit kriegst du auch rein. Charisma. Stärken deine eigenen Einheiten, die sich in 8 angrenzenden Feldern zum Helden befinden. Die Trefferpunkte steigen um 5% pro Charisma-Wert über 10. TP plus 25 bei Charisma 15 eines Helden. Steht eine Einheit neben mehreren Helden, addieren sich die Bonusse. Jetzt ist die Frage, sind das die Einheiten meiner Helden, ne? Oder sind das nur, also sind das, wenn die Helden aneinander stehen, wenn meine Dreiermann-Truppe zusammensteht, wird das alles, kriegen die den Boni? Oder gilt das für Einheiten, die einfach dabei sind, die man dann später produziert? Weil dann bräuchte ich es eigentlich nicht unbedingt. Ich meine, es kann schon cool sein, sehr wahrscheinlich für so Schlachtmissionen. Haltbarkeit von Waffen und Rüstung, das ist nicht schlecht, ne? Das ist eigentlich nicht schlecht. Da muss ich ehrlich sagen, das ist echt nicht schlecht. Aber da müssen wir über 10 die Werte haben. Und deswegen werden wir das jetzt so weiter versuchen. Wenn sie kaputt geht, brauchen wir Ersatz. Also, Gewandtheit. Man braucht es mindestens auf 12 für diese Spezialfähigkeiten sowieso. So,
Schnelle Heilung. Wird ein Einheitenkampf bewusst, regeneriert sie pro Runde einen Lebenspunkt. Durch schnelle Heilung sind es zwei. Ja, aber die bringen mir dann auch nicht mehr viel, sehr wahrscheinlich. Außer, dass man vielleicht wieder schnell im Kampf ist. Das könnte natürlich sein. Und wenn wir bei so einer arkane Quelle, die es bisher aber leider noch nicht gab, kriegen wir 2W6 Lebenspunkte, was ziemlich cool ist. Ah, das kriegen wir sowieso, aber wir kriegen 1W6 mehr, also 3W6. Ja, das ist natürlich der Hammer, aber wann haben wir? Wir haben bisher noch nicht sowas getroffen. Das könnte fürs Ende des Spiels ziemlich interessant sein. Kostet aber 4 Punkte. Lebensenergie könnten wir erhöhen. Kostet 2 GP, aber das sehe ich nicht ein, weil die kriegen wir auch ganz gut anders hoch. Was ist, wenn ich jetzt die Punkte hier nicht aufbrauche und auf weitergehe? Machen wir eins zurück. Ich glaube, wir müssen alle Punkte einsetzen. Alle Punkte einsetzen. Sollen wir bei dir ein hohes Charisma machen und das mal testen? Also ich bin gespannt. Also ich hoffe, wir kriegen noch einen Magier. Und die Elfe bleibt nicht die einzige Magie gehabt. Das wird blöd. Ich will noch eine vierte Person haben. Magier, das wäre schon geil. Haltbarkeit von Waffen. Nein, das machen wir nicht. Wenn, machen wir einen Mega-Charisma-Charakter, aber. Komm, wir machen die schnelle Heilung auf jeden Fall rein. Jetzt muss ich nochmal gucken auf die Werte. Wenn ich jetzt auf weitergehe. Habe ich nur noch 440. Also, ich habe dann auch weniger Punkte zur Verfügung. Aber, ja, was soll ich sagen? Also, das sind wenig und ich kann mit wenig GP hier schnell hochmachen. Das ist schon so ganz cool. Also, das bringt auf 10 gar nichts, sondern erst ab 11 was. Ja, tut mir leid, dass das was dauert, aber das ist ja schon sau wichtig. Ich könnte das recht hoch machen, dann gehen die Waffen bei ihm nie kaputt. Wenn er mal eine richtig coole findet, ist das natürlich schon ziemlich geil. Acht angrenzende Felder. Die Trefferpunkte steigen um 5% pro Charisma-Wert über 10. 25% mehr Schaden bei 15. Auf 15 komme ich aber nicht. Das heißt, ich könnte es auf 14 bringen. Dann würden 20% mehr Schaden wir machen, die in der Nähe sind. Aber der Punkt ist halt wirklich. Also meine anderen Helden als Einheit zählen. Wie viel habe ich jetzt noch hier dann übrig? Nur noch 320. Das ist das Problem. Aber Charisma-Werte höher machen ist sehr teuer später. Sonderfertigkeiten ist ja auch nochmal wichtig. Rüstungsgewöhnung 2 geht natürlich nicht, bevor wir nicht 1 haben. Falls der Held eine Rüstung mit einem Rüstungsschutz von maximal Rüstungsschutz 4 trägt, wird der Behinderungswert um 1 verringert. War das nicht 3 vorher? Haben sie das durch ein Patch geändert? Finte, Kampfansage. Nö. Ja, also Rüstungsgewöhnung ist natürlich wichtig.
kann das gar nicht hoch genug bringen. Das ist blöd. Ne, dann. Mist. Komme ich gar nicht mehr hin. Ja, selbst erschaffen. Dankeschön. Muss ich das nochmal kurz machen? Also, wir haben Mut ganz nach oben gebracht. Dann sind wir hingegangen, haben Körperkraft ganz hoch gebracht, Konstitution ganz nach oben und Gewandtheit ganz nach oben. Jetzt lassen wir das Charisma weg, weil wir brauchen die Punkte. Gehen auf Eisern, weil das doch gut ist mit der Wundschwelle. Machen schnelle Heilung noch, das hoffentlich irgendwann, vielleicht sogar in Teil 3, uns dann großen Nutzen bringt. Jetzt haben wir 6 GP übrig, was uns hoffentlich ausreicht, um bei Kampffertigkeiten die Hiebwaffe schön weit hochzubringen. 9. Ja gut, das ist besser als nix. Aber wir hatten die gerade eben auf 8, ne? Ja, das ist blöd. Ja, dann machen wir das doch mit Charisma und dann wirst du die ersten Runden nicht so gut kämpfen, bis du ein bisschen Abenteuerpunkte hast. Selbst erschaffen. Ja, dann werden wir das doch mit dem Charisma ausprobieren. Mut. Konstitution, Körperkraft, Gewandtheit. Kurz weitergehen. Wir brauchen Eisern, schnelle Heilung. Gehen auf Eigenschaften wieder. Machen dir die Charisma höher. Und haben 320 Punkte übrig, wovon wir Hiebwaffen erhöhen werden. Gehen auf Weiter. Name selbst eingeben. Darf 10 Zeichen lang sein. Da sagen wir Atax. Oh, der wird mit H geschrieben, oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Nehmen wir Brendel. Brendel! Shannara. Nee, das war Drachenlanze, ne? Drachenlanze? Drachenlanze, glaube ich. Manchmal glaubst du, Bistariel hat dir einen schlechten Traum gesandt. Gemeinsam mit einer Elfe verlässt du eine Mine, in der sicher noch das eine oder andere verborgen liegt, das du jetzt aber hinter dir lassen musst. Grummel. Naja, Hauptsache, es geht gegen die Orks. Die kannst du noch weniger leiden als Elfen. Nach dem Verlassen von Greywoods Mine seid ihr bereits einige Tage in nördlicher Richtung unterwegs. Die Fährte des Ork-Schamanen Usterak ist kalt. Oft ist noch nicht mal mehr ein Weg vorzufinden. Die Täler sind von sumpfigen Gewässern durchzogen. Dennoch entdeckt ihr immer wieder Spuren von Orks. Aha, wir sind endlich mal wieder außerhalb. Neue Map. Durch die Sümpfe. Sümpfe hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber okay. Was sagt die Zeit? Ja, es hat viel Zeit in Anspruch genommen. Ist nun mal so. Bis demnächst. Euer Chojin.